Mit Makaber ist meiner Meinung nach eigentlich ein relativ guter Eintrag in das moderne Torture- bzw. Hard-Horror-Genre gelungen. Der Film bedient sich relativ offen beim Klassiker Texas Chainsaw Massacre, ist eine wirklich gute Hommage der Mo Brothers, bietet aber neben den bekannten Ideen und neben zahlreichen Horror-Klischees, die schon x-mal durchgekaut wurden, auch eigene Ideen, eine durchaus nicht uninteressante Grundstory, die aber meiner Meinung nach darunter leidet, dass sie so gut wie gar nicht erklärt wird und an gewissen Stellen des Films mehr oder weniger nur angedeutet wird, ohne dem Zuschauer ansatzweise ein Gefühl für die Charaktere, vor allem für die Killer und für deren Hintergründe zu geben. Das ist etwas, das fällt mir bei modernen Horrorfilmen oft auf und das finde ich immer wieder aufs Neue schade, weil es meiner Meinung nach die Atmosphäre und die Intensität jedes Films verstärkt, wenn man als Zuschauer ein besseres Gefühl dafür kriegt, warum das eigentlich passiert, was gerade passiert. Die Splatter-Effekte des Films sind relativ hart, zwar nicht immer, aber im Endeffekt schafft es der Film gerade im Finale durch seine packende Spannung, durch seine wirklich intensive Inszenierung und durch seine gute Atmosphäre den Zuschauer teils wirklich mitzureißen und ist in dem Sinne für alle Fans des zu einem gewissen Grad klaustrophobischen Thrillers und Horrorschnetzlers in entlegenen Häusern mit irgendwelchen Killerfamilien, eben im Sinne von Texas Chainsaw Massacre, auf jeden Fall zu empfehlen.